turn the spotlight up, then get dirty on this stuff, breaking down the door. This is my revelation. Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Saskia's Beauty Blog. Heute geht es um meine momentanen Drogerie-Favoriten. Und ihr wisst ja, dass ich auch sehr, sehr gerne in die Drogerie gehe, um mir Sachen zu kaufen, weil es einfach viel günstiger ist und weil Drogerie einfach unheimlich tolle Sachen zu bieten hat. Und ich hatte so ein Video schon mal gedreht, aber das ist jetzt wirklich eine ganze Weile her, schon über ein Jahr. Und natürlich habe ich auch so ein paar Sachen neu aus der Drogerie, ganz klar. Und ja, was ich da so neu habe und was mir gut gefällt, das möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Okay, fangen wir mit etwas an, was ich wirklich schon sehr, sehr lange benutze und was ich immer noch toll finde und wirklich jedem empfehlen kann. Und zwar ist es die I Love Extreme Mascara. Ja, wenn ihr meine Videos länger verfolgt, dann ja, ist das jetzt auch keine sonderliche Überraschung. Aber ich möchte die halt einfach nochmal in die Cam halten, weil ich die wirklich sehr gut finde. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist die einfach unschlagbar. Die macht euch schöne definierte Wimpern und ich finde, dass die Mascara auch gut hält. Ich finde, dass die pinke mehr Volumen schenkt, ja, oder mehr dichtere Wimpern als die schwarze. Das Einzige, was mir bei der Pink nicht so gefällt, dass die so ein bisschen schmiert. Das ist so der einzigste Nachteil, aber dennoch finde ich, für den Preis ist die wirklich sehr, sehr gut. Dann eines meiner absoluten Lieblingsblushes ist von Essence aus dieser Floral Crunch LA Be Flowerful. Ich zeige euch mal die Farbe von Namen. Die sieht so aus. Das ist so ein wirklich sehr schöner, zarter Rosaton und sehr pudrig. Und ich mag diese Farbe wirklich sehr, sehr gerne. Leider war das eine LE, aber generell finde ich die Blushes von Essence sehr, sehr gut. Und ja, oder welche Blushes auch sehr, sehr gut sein sollen, und da habe ich immer noch keinen von, sind die von Catrice. Also da haben auch viele die Blushes von. Da muss ich mir auch mal einen zulegen. Also da höre ich auch nur Gutes von. Ja, aber wie gesagt, den von Essence, den fand ich sehr, sehr, sehr schön. Und was ich ein bisschen neuer habe und was ich eigentlich tagtäglich verwende, ist von P2. Diesen Perfect Eyes Illuminator. Den gibt man so unter die Augenbraue und der highlightet ja, die Augenbraue, oder ihr könnt es auch auf der Wasserlinie auftragen. Den benutze ich wirklich sehr, sehr gerne, weil er sehr, sehr cremig ist und mir die Farbe auch gut gefällt. Das ist so, ja, schon ein Nude-Ton, aber so ein bisschen ins Rosastichige. Das passt halt zu mir und meiner Hautfarbe. Mein Bauch knurrt gerade. Das passt halt zu mir und meiner Hautfarbe ganz gut und deswegen benutze ich den sehr gerne. Und der lässt sich halt super gut verblenden und der ist auch super, super günstig. Ich glaube, der hat 1,95 Euro, glaube ich, gekostet. Und dann von Lippenstiften. Also da bin ich wirklich der Mega-Fan von. Ja, und zwar geht es mal wieder um die P2 Pure Color Lipsticks. Da habe ich mittlerweile ja fast alle Farben eigentlich. Und mein momentaner Favorit ist dieser Bondi Beach. Das ist so ein... Ja, ich kann die Farbe schwer beschreiben. Das ist ein Roséton, aber ja, so ein bisschen pinkig, aber nicht zu sehr pink. Also schon eher eine Herbstfarbe, finde ich, weil ich ja sehr, sehr viele knallige pinke Lippenstifte besitze und nicht noch einen weiteren brauche und für den Herbst eigentlich so ein bisschen was Gedeckteres gesucht habe, finde ich diese Farbe eigentlich sehr, sehr schön. Und das Gute an den P2 Lippenstiften ist, dass sie wirklich sehr lange halten und so eine cremige Textur haben, was ich sehr gerne mag. Also die trocknen die Lippen nicht so sehr aus, was ich bei manchen anderen Lippenstiften leider habe, weil meine Lippen sowieso schon immer sehr trocken sind. Wenn ich dann noch einen trockenen Lippenstift drüber gebe, dann, ja, dann sieht es überhaupt nicht mehr schön aus. Deswegen finde ich die von P2 wirklich sehr, sehr gut und die kosten 1,95 €. So, bei Eyelinern ist es immer so eine Sache. Ich habe so, ja... Was heißt den perfekten noch nicht gefunden? Also ich bin mit dem von Catrice sehr zufrieden eigentlich. Das ist der Liquid Eyeliner Waterproof, der sieht so aus. Und der hat auch so eine schöne, spitze, ja, feines Bürstchen zum Malen, was ich sehr, sehr gut finde. Und die Farbabgabe ist eigentlich auch sehr gut. Aber trotzdem suche ich noch einen, der vielleicht noch ein bisschen fester ist. Also ich finde den... wirklich gut und ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Vielleicht sind meine Ansprüche auch mal wieder zu hoch, aber ich habe trotzdem bei dem Wing außen so ein bisschen Probleme. Aber vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich ein bisschen unbegabt bin. Das kann natürlich auch sein. Und dann, wo ich mal wieder drüber gestolpert bin, jetzt irgendwie ganz zufällig, als ich meinen Schminktisch ausgemistet habe, ist das Dream Matte Mousse von Maybelline. Das hatte ich irgendwie schon wieder völlig vergessen. Das sieht so aus und
Also immer wenn das mir wieder in die Hand fällt und ich das benutze, bin ich immer begeistert und dann irgendwie vergesse ich das wieder, dass ich das habe. Wenn ihr das auch noch zu Hause rumliegen habt, nehmt das mal wieder. Das ist eigentlich echt gut. Das lässt sich so schön verblenden mit der Haut und es gibt so ein schönes mattes Finish. Das ist vor allem so für die T-Zone ganz gut bei mir. Und das deckt auch gut. Ich habe hier die Farbe Honey Beige, aber die haben ja eigentlich auch ein relativ breites Farbsortiment und das finde ich auch, das geht eigentlich immer, ne? Das Dream Matte Mousse kann man immer verwenden. Und dann, ich gebe das dann immer auch nur so auf die T-Zone und den Rest gebe ich einfach so ein bisschen Fixierpuder drüber und das macht wirklich ein sehr, sehr schönes Hautbild. Dann an Lidschatten habe ich relativ neu einmal von Catrice, aus dieser Liquid Metal Serie. Das ist Eyeshadow Nummer 030. Und dann habe ich auch noch von Essence Chocolate Jewelry. Das ist eine sehr schöne Farbe. Das ist so, ja, Schokolade natürlich, aber mit so leichten Glitterpigmenten. Und ich muss sagen, zwischen den beiden finde ich sogar diesen Chocolate Jewelry besser, weil der sich sehr, sehr gut verblenden lässt. Und ich finde, dass der ja, sich auch nicht so in die Rillen absetzt. Also der ist auch sehr gut von Catrice, aber der ist mir zu, also nicht deckend genug. Da muss ich auf jeden Fall was drunter geben, einen anderen Lidschatten. Und wenn man den dann drüber gibt, sieht es sehr schön aus. Aber der alleine getragen gefällt mir nicht so gut. Da bevorzuge ich eigentlich den Essence. Und dann, was ich immer aus der Drogerie mitnehmen muss oder total gerne mag, sind wirklich immer noch die P2 Nagellacke. Das ist von der Drogerie eigentlich, sind es meine Liebsten. Erstens gefällt mir die Verpackung. Ich weiß, das ist eigentlich kein Argument, aber leider gehe ich sehr stark nach Verpackung. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich kann die von Essence nicht kaufen. Mir gefällt die Verpackung nicht. Ich weiß, es ist total bescheuert, aber mir gefallen die überhaupt nicht und ich kaufe die da nicht. Das ist ein bisschen. Boah, mein Bauch. Oh mein Gott, ich habe so Hunger. Boah. Ja, also ich kann die ziehe mich irgendwie nicht an, wisst ihr? Wenn ich diese Verpackung sehe, die finde ich total süß und die gefällt mir gut und dann kaufe ich die auch eher. Aber ja, die Essence-Lacke sind auch wirklich nicht schlecht. Ich habe da auch ein paar von. Trotzdem, wenn ich die Wahl habe, gehe ich eigentlich immer auf P2. Wie geht's euch da? Was ist euer Liebling? Sagt's mir. So, kommen wir mal zu Haarprodukten. Ich habe jetzt neu von Balea Trend. Oh, fällt mir gleich schon entgegen. Trends Up All Glatt. Und zwar wisst ihr ja, dass ich naturkraus Haar habe und mir immer die Locken mit einem Glätteisen so mache, beziehungsweise meine naturkrausen Locken rausziehe damit. Und da benutze ich ganz gerne diese All Glatt-Version von Balea. Und ich muss sagen, es hilft sogar. Also es ist jetzt kein Zaubermittel, es ist jetzt nicht so, dass ihr das auftragt und dann habt ihr total glatte Haare. Aber danach, wenn ich mit dem Eisen drüber gehe, habe ich schon das Gefühl, dass sie irgendwie glatter sind als sonst. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe schon das Gefühl und ich finde, es riecht auch ganz lecker eigentlich. Also das, ja, könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann das letzte Produkt, wo ich eigentlich nicht, also ohne dass ich nicht leben kann, ist von L'Oréal Elnette das Haarspray. Ich benutze das schon wirklich sehr, sehr lange und ich benutze da diese extra starke Halt mit Pro-Keratin-Variante. Das ist das Pinke. Und ich finde, das ist eigentlich das beste Haarspray. Erstens ja, wie das hier rauskommt. Es kommt wirklich so ganz in so einem feinen Staubnebel, was ich sehr, sehr gerne mag. Ich hatte auch schon Haarsprays, da kam einem so richtig, ja, so große Tropfen schon entgegen und die Haare waren so klebrig und ekelhaft und ja, das ist bei dem überhaupt nicht der Fall und der Halt ist wirklich sehr, sehr gut von dem, ohne dass die Haare, wie gesagt, verkleben. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich Haarspray drinne habe und trotzdem haben meine Haare dadurch einen guten Halt, was ich sehr gerne mag. Und ja, ich bin ehrlich, ich bin nicht mehr bereit, ein anderes zu probieren, weil ich einfach so zufrieden bin. Und das ist wirklich mein All-Time-Favorite. So, das sind meine momentanen Favoriten aus der Drogerie. Sagt mir doch, welche eure sind und schreibt es mir in die Kommentare. Ich ja, bin natürlich bereit, auch neue Sachen zu probieren. Und ich glaube, dass ich sogar diese Woche, weil ich ja Urlaub habe jetzt, falls ihr es wissen wollt, werde ich auf jeden Fall in die Drogerie gehen und mir ein paar Sachen anschauen, weil einige Sachen auch wieder leer gegangen sind. Und ja, da probiere ich gerne Neues aus. Also wenn ihr da gute Tipps für mich habt, dann sagt mir doch gerne Bescheid. So, ihr Lieben, das war's mit dem Video heute und solltet ihr die letzten beiden Videos verpasst haben aus irgendeinem Grund oder ja, keine Ahnung, in eurer Abo-Box sind sie nicht erschienen, dann schaut doch gerne mal vorbei. Mein letztes Video war das YouTube Made Me Buy It Tech Video. Das verlinke ich euch jetzt mal hier in die Ecke. Ja, das sind auch Sachen, wo ich angefixt wurde durch YouTube, die ich dann irgendwie kaufen musste. Und ja, was ich da gekauft habe, das zeige ich euch, wie gesagt, in diesem Video.
Und mein Video zum Herbst-Make-up findet ihr hier in der Ecke. Schaut unbedingt vorbei. Ich habe da einen schönen Look geschminkt mit Pflaumetönen und nudefarbenen Lippen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann ja, schaut mal da vorbei. So, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt auf euch auf und macht's schön gut. Tschüss!